Ich habe keine Angst vor Karagor. Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten. Na dann. Hoffe ich, hast du eine gute Krankenversicherung. Halte mich für verrückt. Aber ich... So. Die Uhr. Ihr trefft sich ein Mörder. Ich hoffe, der Mörder ist weg. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Mir ist gerade leider das Spiel abgestürzt in der Aufnahme. Ist natürlich nicht so geil. Und wie ich sehe... Ja. Alter, ich habe mir so viel Mühe mit dem Scheiß gegeben und jetzt muss ich den ganzen Dreck nochmal machen. Ist aber nicht der Ernst, oder? So. Naja, was soll's. Ah, wenigstens ist es Tag. Junge, das sieht... Die Grafik ist so geil einfach nur. Einfach nur für die Grafik spiele ich das Spiel am Tag. Also, im Spiel die Zeit Tag. Weil das Problem am Tag ist, glaube ich, dass einen die Typen viel besser sehen. Also gerade für die Sklavenmission zum Beispiel wäre die Nacht eigentlich wesentlich praktischer. Weil die uns da nicht so gut sehen würden. Eine Dolchmission haben wir natürlich auch noch. Darf man auch nicht vergessen. So, und da die Map scheinbar eh resettet wird... So, Grabwandler nennen die mich also. Weißt du was? Ich nehme mich mit. Lass mir doch keine 60 EP entgehen. So, das machen wir jetzt aber noch. Ich wollte eigentlich am Stück aufnehmen und die noch machen. Leider ist jetzt abgestürztes Spiel, von daher... Alter, am helllichten Tag kann ich das doch nicht bringen. Wir müssen da hin. So, erstmal hier rüber. Wenn ich dir die Zunge rausschneide, redet nicht weiter. So. Du denkst, Uruks sind hässlich? Du weißt nicht, was hässlich ist, Sklave. Ich kann es dir zeigen. Da drüben sind noch welche. Da drüben hat sie gesagt, du hast schlecht über den Herrn geredet. Seht, der Tag! Lass mich dich fressen! Mist! Stirb! Du holst dir gar nichts, komm hoch! Jetzt haben wir die alle hier hochgelockt, ne? Hier rüber! Hilf mir! Vielen Dank, Waldläufer! Dafür habt ihr aber lang gebraucht. Ich sehe ihn! Der Waldläufer! Was siehst du? Nochmal bitte. Habt ihr was gesehen? Der Uruk wurde umgebracht. Ach, guck mal, da ist ja noch ein Toter. 3 von 3. Zusätzliche Aufgabe mal abgeschlossen.
So. Ich will nur, dass es vorbei ist. Hilf mir. Danke. Okay, gut. Der letzte ist da hinten irgendwo. Du solltest dir zweimal überlegen, ob du mich noch... Ach, verreck. So. Ja, Mann. Wir haben es geschafft. Ja. Zusätzliche Ziel. Ich weiß, es war dumm, diesen Uruk zu beleidigen, doch ich würde es nochmal tun, nur um dich kämpfen zu sehen. Ich habe hier gerade mega Stealth-Aktion gemacht, Junge. Hab ich da gerade etwas gehört? Oh. Welchen Abschau? Ich häute dich! Na super. Spring schon! Na, das hört sich echt nicht gut für mich an. Aber das hört sich auch nicht gut für ihn an. Also ich weiß nicht, wie es sich für ihn überhaupt angehört hat. Na. Das war das letzte Geräusch deines Lebens. Nein. Verreck, Scheißschütze. Alter, wie schnell sind die denn mittlerweile, bitte? Oh, er zittert. Na, verrückt. Scheiße. Nein! Diese Schildträger sind richtig mies. Eigentlich muss ich mal dieses Schild zerschmettern. Habe ich das eigentlich mittlerweile endlich gelevelt gehabt? Ich meine, ich hatte das gelevelt, oder? Weil, dann könnte ich halt irgendwie auf sie zurennen. Ich weiß noch nicht so richtig, wie das klappt. Muss ich nochmal gucken. Aber generell könnte ich ja dann auf sie zurennen und sie ihr Schild zerbersten. Also so, auf jeden Fall die Theorie, glaube ich. Irgendwie mit linker Steuerung, während ich auf sie zurenne oder so, ging das doch, ne? So, das waren alle. Wo konnte ich hier nochmal? Hier konnte ich Gesundheit erneuern, ne? Oh, Gott sei Dank. So. Verbesserungen. Wir haben 2 Fähigkeitenpunkte verdient. Das Ziel wird in Furcht versetzt und erhält Elbgeschosse. Geisterbrand. Drücke, wenn deine Trefferserie voll ist. Ach, das ist ja geil, das will ich. Schnelles Spannen. Verlängert die benötigte Zeit in unserem Spannen des Bogens. Das wäre auch effektiv. Boden festnageln. Fernkampftodesstoß. Wie kann ich denn... Oh. Fernkampftodesstoß. Flamme der Vergeltung. Gegner mit dem glühenden Schwert zu treffen, verursacht nun doppelten Schaden. Ach, wie geil. Die Fähigkeit, einen Schlag einzustecken, ohne dass die Trefferserie zurück... Oh, das ist beides geil. Kritische Treffer verdreifacht den Anstieg der Trefferserie bei gut aufeinander abgestimmten Angriffen. Oha, was gibt's denn jetzt hier für geile Sachen?
Schulterstoß, das war das, um den, doppelter Angriff, wenn er von der ganze zwei Spezialangriffe statt nur einem aus. Ich nehme erstmal das jetzt. So, dann haben wir Attribute. Dolchruhenplatz, Gesundheit, Fokus, Bogenruhenplatz. Erstmal ein Dolchruhenplatz, so. Fokus oder Gesundheit? Oder ich nehme erstmal mehr Elbgeschosse. Fokus oder Gesundheit? Fokus oder Gesundheit? Und dann nehme ich noch die Gesundheit. So. Und dann Waffen und Runen. Schwert haben wir hier voll. Bogen. Dolch haben wir jetzt eine mehr, ne? Ah ja. So, was haben wir denn da Geiles? Arkans Schatten. Was ist denn Arkans Schatten überhaupt? Fahl wie Knochen. Beim ersten Treffer einer Trefferserie einen automatischen kritischen Treffer zu verursachen. Das braucht keiner. Erstickender Schrecken 13. Chance von bei jeder Tötung mit Terrorisieren mehr als 2 Uruxen. Brauche ich aber eigentlich auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Nee, ist auch nicht das, was ich mir vorstelle. Reif und Stechen machen wir sowieso nie. Stellt bei einer Schleichtötung 16% Gesundheit wieder her. Das will ich. Bogen haben wir. Nach einem tödlichen Kopftreffer wird Askars Flamme doppelt so schnell aufgeladen. Was auch immer Askars Flamme sein soll. Nehmen wir mal das hier stattdessen so. Nee. Also. Mithril. 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 So. Das können wir beim Schwert jetzt auch nochmal kurz machen. Wilder Ansturm. Braucht kein Mensch. Brauche ich auch nicht. Stell bei einer Klingelhallentötung. Nein. 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 Und nein. So. Jetzt haben wir doch sicherlich schon wieder genügend für Attribute. Genau, ich wusste's. Na super, jetzt kommen wir uns durch. Ja, komm. Kaufen wir den, auch wenn wir ihn noch nicht benutzen können, weil wir jetzt gerade leider die ganzen Bogen, obwohl die waren auch jetzt nicht so geil, also. Wow, jetzt hat's gerade kurz gehakt. So, Zeichen der Macht. Das ist die Next. Lauf! Lauf! Schneller! Schneller!
Schneller. Super, Dolch Arkan ist natürlich im gleichen Gebiet. Ich freue mich ja schon. Als sich die Gerüchte über ihn verbreiteten, ließ der dunkle Herrscher Kundgebungen abhalten, um ihn in Verruf zu bringen. Er nutzte diese Ansammlung, um seine Macht unter Beweis zu stellen. Forme die Legende des Dolches Arkan. Arkan. Eliminiere... durch Schleichtötung. Terrorisiere den Wächter ohne den Alarm. Der Hauptmann ist nicht hier. Ich wette, wir können sein Schwert stehlen, bevor er zurückkommt. Eins. Boah, war das knapp, ey. Okay. Den hatten wir auch. So. Wie macht man Terrorisieren überhaupt noch? Das soll ich vielleicht noch kurz nachgucken. Nee, wo war das denn? Ah, vielleicht doch hier? Einführung und Tipps. Schleichtodesstoß. Scheiße. Ah, Mist. Wie macht man nochmal Terrorisieren? Okay, den hier oben brauchen wir auf jeden Fall noch. Zusätzliche Ziele haben wir eh schon. Ich weiß nicht, wie man das ohne so viel Schleichtöte lösen kann. So, abgeschlossen. So. 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 So, down. Down. Was war das für ein Geräusch? Hab ich mir wohl nur eingebildet. Tja, ich hoffe, du hast recht. Komm her. Da drüben hat sich etwas bewegt. Hat es sich nicht? Nein, kommt nicht so viele. So.